Willkommen zu Plenum TV hier bei Teleregional Passau 1. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen, wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Ich bin ja seit über 30 Jahren mit einem Bauunternehmer verheiratet und wir haben nur bayerische, also deutsche Mitarbeiter als Sozialthema, gar kein Thema. Also und unser Problem ist dann bei den Ausschreibungen, dass wir natürlich in der Thematik mit dem Wettbewerb immer hinten dran hängen mit Mitbewerbern, deren Arbeiter von woanders herkommen, logischerweise, weil die Sozialabgaben nicht so hoch sind wie bei uns. Ich bin etwas vorsichtig bei dieser Frage, noch einmal weiter zu differenzieren. Wichtig ist, dass die Unternehmen, auch was den Arbeitnehmerschutz angeht, auch was die Entlohnung angeht, sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und da müssen wir auch durch verstärkte Kontrollen dafür sorgen, dass das in Zukunft der Fall ist. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Wir sehen ja auch da und dort und spüren ein bisschen Verdrossenheit, was die Politiker so machen und alle Gewalt geht vom Volke aus und das sollte man nicht nur regelmäßig bei Wahlen zum Ausdruck bringen, sondern auch darüber hinaus der Bevölkerung die Gelegenheit geben, für wichtige bayernweit relevante Themen in Volksabstimmungen ihr Votum abzugeben. Ich glaube, umgekehrt müssen wir es machen. Wir müssen die Politik so interessant gestalten und da haben unsere kommunalen Ebenen, dass ich sage, da sollen sich die Menschen mit einbinden und Bürgerbeteiligungen und Sachen, die gibt es ja auch schon. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum, hier bei Teleregional Passau 1.